Hast du gesehen, was einer über mich geschrieben hat? Nein, ich hab's nicht weitergeleitet. Oh mein Gott! Das war keine Erfahrung. Er wurde gelobt. Für was wird er gelobt, Mann? So krass der Kommentar, Mann. Was wurde geschrieben? Oh mein Gott, das war zu krass geschrieben, Mann. Das muss man schon so direkt vorlesen. Unter dem Video oder was? Ich weiß nicht, Tong hat mir einfach nur Screenshot geschickt. Ja, unter dem Video. Oh mein Gott, das war echt zu heftig. Hier. Dimi, bester Duel Love Forever. Überbietet Seto Kalber in jeder Hinsicht. Im Aussehen so wie im Charakter nicht zu vergessen und im Beschwören vom weißen Lachen Legende. Ich so, kennst du den? Also, nein, ich kenne den nicht. Ich so, okay, bester Mann auf jeden Fall, der Typ. Echt nicht, danke. Bester Mann, Junge, bester Mann. Gar keine Ahnung, Alter. Ja, echt keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Oh mein Gott. So, ist hier was von meinem Messer angekommen? Zumindest die erste Runde. So, auf jeden Fall, ja, zurück zu meinem Kollegen und Hongs Tour. Ja. Er ist halt tot, aber... Oh mein Gott! Nicht richtig, also schon, ja. Redest du vom Ding, oder? Vom... von deinem Partner, oder? Keine Ahnung. Ich vergesse, was er macht. Also wir haben keinen Stress oder so, also ich hab einfach... Andere Erwartungen. Nein, ja, auch, das sowieso. Ich hab einfach mal nicht mehr mich nicht mehr gemeldet. Ja. Einfach nur, um zu sehen, ob er sich mal meldet. Und er hat sich einfach gar nicht mehr gemeldet. So ist auf einmal Funkstille. Oh yes. Hier ist auch noch gut, oder? Nee, das war nicht. Das ist von mir. Nee, das ist nicht von mir. Hast du alles bestellt? Gerade die Karte, oder? Oh Gott, warum ist der einfach ausgeflippt worden? Was weiß ich, lohntechnisch, weißt du, was ich meine? Klar, es wird sich nie. Ja, eben, es wird sich nie rentieren, eben. Nein, es wird sich nie im Vergleich zu deinem jetzigen Gehalt rentieren. Das kannst du bitte nicht vergleichen. Ja, Mann. Eben. Ja. Also mittags auf jeden Fall, Preis-Leistung passt auf jeden Fall. Ja, also die Auswahl ist auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, ja. Also. Ja. Also. Also. Alles viele Sachen, die es sonst nirgendwo gibt. Das Hähnchen ist super saftig. Das Fleisch ist auch geil für dich. Schon ein geiler Laden. Schieß auf die! Nein, Mann. Schuss auf die, Alter, komm jetzt! Oh mein Gott. Ich hab dir erzählt, dass dieser eklige Eisladen, wo wir waren, richtig gut läuft. Oh mein Gott, ich kann's doch gar nicht verstehen, Mann, ja. Schießt auf ihn. Nein, Mann, das war ungelogen, Mann. Es war erstens teuer, ja? Es war erstens teuer für das, was wir bekommen haben. Plus, das Bananenbrot war gut. Das Bananenbrot war gut. Aber das Eis, geschmackslos von anderen Sternen, Mann. Was war das? Vegan, oder? Es war vegan. Vegan, zuckerfrei. Vegan, zuckerfrei. Oh, ja. Danke, ja, perfekt. Ja, also Dati, das Eis war vegan, zuckerfrei, geschmacksfrei, ja, es war alles. Dann ja, keine Ahnung, wie gesagt, für mich ist irgendwo gesund ist schon wichtig, wenn es das ist, aber es muss dann halt auch schmecken. Mir persönlich hat es nicht geschmeckt, ja. Hong anscheinend auch nicht, ja. Aber läuft wie Sau, warum? Weil es halt... Woher weißt du das? Da kommt auf Senator auch vorbei. Ja, und ist immer voll, oder was? Immer voll, immer schlank. Heftig, Mann. Die Leute chillen davor, essen ihr Eis. Aber es ist echt die Frage, ob es der Hype ist oder das Konzept aber, die haben, gut finden, oder? Das Konzept aber, die haben... alles ist essbar. Auch der Löffel und so. Ja, das fand ich schon ganz cool eigentlich. Also, schmeckt es aber auch. Also der Löffel und so schmeckt, was ist das? Nein. Die Waffel, also der Becher schon. Der Becher ist aus Waffel gewesen, das hat halt schon. Das hat halt nach Waffel geschmeckt, aber ja, egal, ich will jetzt nicht zu viel schießen, aber es war nicht mein Ding, Mann. Es war echt nicht mein Ding. Das ist halt diese Öko-Vegan. Ja. Ich weiß nicht, Mann. Vielleicht irgendwann, wenn ich Veganer werde und meine Geschmacksknospen absterben, vielleicht schmeckt es mir dann auch, aber. Nein, Mann. Oh, ja. Vegan kann auch geil schmecken. Ist gut, gell? Vegan kann auch geil schmecken, das muss nicht so. Halb Kopf. Ich hab dir gesagt, die sind krass. Sehr geil. Oh mein Gott. Alter.
Bananen taugt ihr? Mhm. Viele Bananen. Ja, ja auch. Aber da hat es mir nicht so geschmeckt. Da fand ich die Äpfel krasser, Mann. Ja, das auch nicht. Da muss noch Zimtzucker drauf, Alter. Oh mein Gott, das ist echt krass, ja. Mama. Und anstatt dem hier Kondensmilch. Kondensmilchsoße, Alter. Du musst jetzt sein, weil du bessere Freunde triffst. Ja. Oh mein Gott, jetzt Mann. Kein Problem, wir verstehen es. Egal, du hast Zeit mit uns verbracht, Baby. Wir sind echt blech. Okay, wir sind geil. Auch wenn ich nur die Nummer 2 bin. Oh mein Gott, Mann. Zwei bin. Oh mein Gott. Der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ja, aber. Ich lasse das ohne Kommentar. Wieder zurück vom Essen. Ich habe ein bisschen sauber gemacht, weil ich habe gleich einen Spielabend mit ein paar Freunden. Und, Alter. Ich habe gerade ein Video gesehen, was heißt gerade, das war sogar bevor ich essen war mit den Jungs. Ich weiß nicht, ich kann keine Reaction drauf machen, weil ihr hättet meine erste live-purge Reaktion sehen sollen. Mein Gott, ich war so sauer, ich war so getriggert. Das war von Funk, ich zeige euch später noch, also jetzt kommen die Gäste und später dann, wenn die Gäste wieder weg sind, reden wir nochmal drüber. Aber oh mein Gott, das war so ein Funk von Funk, irgendwas mit Tab, alle Tabs oder was, all in Tabs oder sowas, ist dieser Unterkanal. Die haben über Krypto geredet. 3 Gründe, warum man mit Krypto nicht reich wird. Oh mein Gott, Mann. Jedes Wort, jeder Satz, den die gelabert hat, war einfach Müll. Ich hab mich so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich zeig euch später noch die besten Szenen. Oh mein Gott, ey. Funk. GEZ-Gebühren in den Müll geschmissen. Ihr seht, ich hab mich immer noch nicht davon erholt. Und das war heute Morgen. Alter. Wir müssen auf ins Bällebad. Für Direction, für meine Reaktion auf dieses Video von Funk und Bitcoin und Krypto, müssen wir unbedingt hier rein. Jetzt in Krypto investieren. So many tabs zeigt euch 3 Gründe, warum ihr mit Währungen wie dem Bitcoin oder dem Verkauf von Tokens wie NFTs wohl nicht reich werdet. Ja, ich habe mich von dem Hype anstecken lassen. Und heute, nach gut einem halben Jahr, kann ich sagen, ich werde mit Krypto nicht reich. Und heute nenne ich euch... Nach einem halben Jahr! Einem halben Jahr! Digga, was hast du in diesem halben Jahr gemacht, Mädchen? Die 3 Gründe, warum das auch für euch gilt, also ziemlich sicher. Ziemlich sicher! Digga, ich reg mich jetzt schon wieder auf. Oh mein Gott, Digga, die triggert mich so hart. Das erste Mal habe ich 2013 davon gehört und mir gedacht, naja, da bist du jetzt eh zu spät dran. Und das habe ich dann... 2013 dachte sie sich, sie ist zu spät dran. Alter, wie viel war der Kurs damals, 2013? What the fuck? Und wieder gedacht, jedes Mal, wenn ich auf den Kurs geschaut habe, um zu gucken, wie viel Geld man für einen Bitcoin ausgeben müsste. Naja, und 2020 ist dann das passiert. Diesen Februar habe ich dann endlich mal 100 Euro in die Hand genommen und in Bitcoin investiert. Vor allem, damit ich nicht mehr jedes Mal meine Entscheidung bereuen muss, wenn ich auf den Kurs schaue. Ich habe keine Bitcoins, aber ich finde es krass, wie viele Menschen damit angeben, mit Krypto mega reich geworden zu sein. Niklas? Du meinst genauso, wie Leute mit Euro angeben? Ich glaube, es gibt mehr Leute, die nicht angeben, sondern auf Krypto hinweisen wollen, aber egal. Nikolaisen, der Bitcoin-Fürst. Die Winklevoss-Zwillinge, Bitcoin ist Gold 2.0. Und immer Digga, die geben doch nicht an! Das sind doch keine Angeber! Die Winklevoss-Twins... Digga, das sind doch keine Angeber! Tesla-Chef Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk! Der mit den ist das ein Angeber? Flext er mit seinem Krypto? Was ist das? Bis vor kurzem hat er nicht mal wirklich zugegeben, dass er Krypto hat. Das ist doch kein Krypto-Angeber. Bus und den Raketen. Sein Einfluss ist jedenfalls echt gruselig. Ein Tweet von Elon Musk an seine Sein Einfluss war gruselig. Er hatte echt eine Menge Einfluss, aber mittlerweile nicht mehr. Also für ein Video, das vor 5 Tagen herausgebracht wurde, stimmt diese Information, diese Aussage nicht mehr. 57 Millionen Follower in bei Twitter und schon fiel der Bitcoin-Preis um 2.500 Euro. Zurück zu den 3... Was soll das heißen? Im Verhältnis zu wie viel? Wie viel Prozent sind das, Mann? Wenn der Bitcoin 5.000 wert ist und er um 2.500 fällt, dann krank. Aber der war doch, was weiß ich, wie viel wert. Gründen, warum ich ziemlich sicher nicht reich werde. Grund Nummer 1, die Zeit. Die Zeit? Okay. Okay. Wenn ihr keine Zeitmaschine habt, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Ihr seid zu spät. Gehen wir mal 10 Jahre... Diese Aussage, Mann.
Was ist daran zu spät? Wir sind noch so früh dran, Mann. So ein Scheiß zu labern. Mein Gott, ey. Jeder weiß, wir sind noch so früh dran, wie wenige Menschen... Schau diesen Menschen an! Solange wir solche Menschen haben, sind wir nicht zu spät. Solange es euch gibt, sind wir nicht zu spät. Also ich sowieso nicht, aber ich meine euch. Zurück, 2011. Da war ich gerade mit dem Abi durch. Hätte ich damals einen Bitcoin gekauft, hätte der etwa 5 Euro gekostet. Hätte. Naja, und wenn du 10 Jahre später beim bisherigen Höchststand... Und hättest du letztes Jahr gekauft? Hättest. Dann wären aus diesen 5 Euro über 50.000 Euro geworden. Einmal 100 Euro investiert und ich hätte also Millionärin werden können. Ja, hättest, ja. Wusste ich noch nicht einmal, dass es Bitcoin gibt. Und schon damals war eine Investition hochriskantes Spekulieren. Dafür Nein! Hätte ich da keine 100 Euro ausgegeben. Auch nicht, wenn ich dir einen Tipp... Ja, wenn du Eier an Schlackern hast, wenn du nicht mal bereit bist, 100 Euro auszugeben, weil es riskant ist, dann kann ich dir sagen, wirst du mit gar nichts Millionärin. Hätte Fahrradkette, Mann. Hättest du vor 2000 Jahren ein Land in Amerika gekauft und von den Indianern geklaut, wärst du jetzt auch reich. Hättest du vor 20 Jahren Tesla gekauft oder Amazon oder eBay, Google, Apple. Naja, der Bitcoin-Zug ist vermutlich erstmal abgefahren. Deshalb versuch... What? Was ist daran abgefahren? Wir sind noch nicht mal abgehoben. In den nächsten Bitcoin möglichst früh zu entdecken. Auf den Markt gebracht werden Kryptocoins durch sogenannte ICOs, Initial Coin Offerings, also wenn ein neuer Coin InvestorInnen angeboten wird. Das Versprechen solcher ICOs, wer früh dabei ist, kann viel gewinnen. Wäre ich 2014 beim Ethereum ICO dabei gewesen, hätte ich heute auch. Aber ich kenne mich, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass ich auf einen Coin gesetzt hätte, der ein bisschen cooler klingt als Ethereum. Denn ja, dann machst du deine Ausgaben nicht richtig. Du gehst doch nicht nach dem Namen von einem Coin. Der Bitcoin der Zahnmedizin. Garnicoin, er ist sicher und schützt sich vor Kryptovampiren. Dogecoin, die spaßige und freundliche Internetwährung. Also erstens heißt es Doge, nicht Dodge. Das sind echte Coins. Aber rund 1700 Kryptocoins sind heute wertlos. Deshalb nennt man sie auch Shitcoin. Das Problem ist, man kann nicht voraussagen, welcher Coin erfolgreich wird. Denn... Nee, kann man nicht, aber man kann sich die Technik dahinter anschauen. Use Case, was die so genau machen. Market Cap. Wer da hinter dem Projekt steht. Und nicht einfach nach dem Namen gehen, aber okay. Dogecoin von gerade eben zum Beispiel wirkt aber nicht wie ein krasser Durchstarter, oder? Falsch gedacht. Wäre ich 2014 eingestiegen, wären aus meinen Investitionen 2014 eingestiegen? Was ist das, Mann? Mehr als 100.000 Euro geworden. Heute wüsste ich zwar, welche Kryptowährungen sich durchgesetzt haben. Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Aber die Zeiten, in denen ich das große Los und mit 100 Euro Einsatz Millionärin werden konnte, die sind vermutlich erstmal vorbei. Ja, mit 100 Euro wahrscheinlich. Grund Nummer 2, warum ich glaube, dass ich mit Krypto nicht reich werde, mir fehlt das Geld. Ja, wenn du nicht mal 100 Euro setzen willst. Ah, das stimmt so gar nicht, Mann. Wenn man das rechtzeitig macht, jeden Monat ein bisschen zur Seite legt, genau das ist falsch, Mann. Das ist diese dumme, verbreitete Mentalität. Die besonders reich geworden sind die, die besonders früh dran waren. Aber sie sind nicht die einzigen. Denn es gibt auch die, die später eingestiegen sind, aber halt mehr investiert. Also in Fiat natürlich Millionärin, aber wir wissen alle, das ist eh relativ egal. Weil Fiat, also Dollar, Euro, wird eh immer an Wert verlieren. Immer weiter, immer schlimmer. Haben als ich mit meinen 100 Euro. In der Bilanz von Tesla, der Firma von Elon Musk, steht Bitcoin für 101 Millionen Dollar gekauft, für 272 Millionen Dollar verkauft. Das ist umgerechnet ein Gewinn von fast 60 Millionen Euro. Bei so einem krassen Kursverlauf wie bei Bitcoin macht es eben einen Unterschied, wie viel Geld ich investiere. Ich habe Anfang 2021 die stolze Summe von 0,00253 Bitcoins für 100 Euro gekauft. Der Kurswert pro Bitcoin damals über 27.000 Euro. Ein paar Wochen später, am 13. April, stieg der Bitcoin auf den bisher höchsten Stand. Mehr als 53.000 Euro pro Bitcoin. Also fast eine Verdoppelung des Kurses. Hätte ich meine 0,002x, ist doch stabil. 253 Bitcoin zu diesem perfekten Zeitpunkt verkauft, ich hätte knapp 90% Gewinn gemacht, also meine 100 Euro fast verdoppelt. Yay! Aber nehmen wir jetzt mal an, Sarah hätte 1 Million Euro gewonnen und diese zum gleichen Zeitpunkt in Bitcoin gesteckt wie ich. Dann wären innerhalb von ein paar Wochen aus 90 Millionen Euro gemacht. Fast 2 Millionen Euro. Sag bloß! Und... Ey Digga, was ist das, Mann? Natürlich, wenn jemand mehr investiert, kriegt er auch mehr raus. Aber prozentual gesehen ist es doch gleich. Ja, wer 1 Million Euro in Bitcoin investiert, verliert natürlich auch mehr Geld, wenn der Kurs fällt. Nein! Du verlierst null Geld, wenn der Kurs fällt. Erst wenn du den Verlust realisierst und verkaufst, im Minus verkaufst, machst du Verlust. Geld verlieren, nur wenn es geil aussieht.
ist das für ein Schwan? Ich finde es erstmal nachvollziehbar, dass Menschen ihr Geld investieren. Sie kaufen etwas und glauben, dass sie es später für mehr Geld weiterverkaufen können. Das kann ein Gold... sein, einen Anteil an einem Unternehmen oder eben Kryptowährungen. Weil der Kurs von Bitcoin und Co. so instabil ist, ist es aber vor allem eins, eine Wette. Man kann Nein! Geld machen, es aber genauso schnell wieder verlieren. Ich habe Nein! in Bitcoin gesteckt, weil ich es verkraften kann, wenn meine 0,00253 Bitcoin im Wert fallen. Also bisher klingt es nicht so, als könntest du es verkraften. Ständig laberst du über diese 100 Euro. Also, Katrin war nicht früh genug dran und sie ist nicht reich genug. Eher nicht schlau genug. Aber es gibt neben Krypto noch eine weitere Möglichkeit, um mit der Blockchain Geld zu verdienen. Du kannst dir was versteigern. Ja, und da kommt auch schon Grund Nummer 3, warum ich wahrscheinlich nicht reich werde mit Krypto. Ja, mit NFTs wird man auch nicht wirklich reich, Mann. Denn dafür müsste ich berühmt sein. Wie zum Beispiel Zoe Roth, die US-Amerikanerin, hat mit Krypto umgerechnet... Ja, Digga, die labert jetzt über NFTs, als wäre das ein Bitcoin. Also, das ist so ein kleiner, neuer Unterteil in der Kryptowelt und die labert so, als wäre das... Und dann sagt sie, Alter, weil sie nicht berühmt ist, wird sie nicht reich mit NFTs. Ey, dieses Video triggert mich so hart, Mann. Echt traurig. Vor allem ist das Funk... Also, okay, die machen echt viel Müll, anscheinend. Also, vieles, was andere Menschen bisher aufgeregt hat, mich nie bisher. Und jetzt kann ich deren Wut und Zorn nachvollziehen. Weil das Geld, unser Geld, GZ, wir zahlen dafür, dass die so einen Schmarrn machen. Echt heftig, Leute. Mein Gott. Wird man mit 100 Euro in Krypto jetzt reich? Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Und das auch nicht in so kurzer Zeit. Aber es ist ein Langzeitinvestment und auch kein Gamble oder Spekulieren. Es ist ein sicheres, gutes Investment auf lange Zeit gesehen. Nicht, hey, hier, 100 Euro, hoffentlich werde ich im nächsten Monat Millionär. Was ist das für eine Aussage? Was ist das für ein Denken? Ich kann euch garantieren, wenn ihr jetzt jeden Monat bisschen zur Seite legt in Bitcoin, in Krypto, selbst ohne Ding, ohne Cashflow und Staking LM oder sowas wie wir, in 5 Jahren, 10 Jahren, kommt ihr zurück und dankt mir. Schmutz, Digga, Schmutz. Das war's von mir, Leute, bevor ich mich noch mehr aufrege. Ich gehe jetzt essen mit den Jungs. Ihr wisst Bescheid, folgt uns auf Instagram und Twitch, liken, subscriben, kommentieren, in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Digga, habt ihr einmal das Wort Cashflow genannt. Wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Serious Business und ciao.